Und damit kommen wir zu Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Bitte. Ja, liebe Frau Wolf, liebe Frau Kollegin, liebe Franziska Giffey, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir alle wissen aus vielen Gesprächen in der eigenen Familie, im eigenen Bekanntenkreis, auch ich als Onkel und Patenonkel, wie hart die Pandemie viele Familien, viele Eltern und viele Kinder, im Übrigen auch viele Großeltern, in den letzten Monaten getroffen hat, wie herausfordernd es für viele war, den Alltag zu gestalten und auch zu bewältigen, gerade während der Zeit, wo die Kitas und Schulen geschlossen waren bzw. nur im Notbetrieb. Es gab im Frühjahr gute Gründe, übrigens auch mit den Erkenntnissen insbesondere aus Influenza-Pandemien, Kitas und Schulen zu schließen, insbesondere auch dort zu Beginn ja auch, wo es hohes Infektionsgeschehen gab und gibt, nicht zuletzt um die Kinder zu schützen, aber natürlich auch um ein mögliches Verbreiten durch den Kindergarten zu minimieren. Das war die Überlegung. Und gleichzeitig haben wir eben gesagt, es kann nicht nur eine Vermutung sein, sondern wir wollen jetzt in den nächsten Monaten aus damaliger Sicht eben zusätzliche Erkenntnisse gewinnen. Dafür haben wir diese Studie gestartet und haben eben, und erste haben Sie gerade gehört, durch die Studie auch zusätzliche Erkenntnisse gewinnen können. Es ist wichtig für die Kinder wie für die Eltern. Es geht um ein Recht auf Bildung, natürlich für die Kinder. Es geht um ihre faire Chance im Leben und die Frage, ob ich viele Wochen oder Monate Kitas besuchen kann oder nicht, macht für viele Kinder einen Unterschied für ihre faire Chance im Leben, aber es ist eben auch wichtig für die Eltern und ihren Alltag. Und ich bin sehr dankbar dafür, das ist im Übrigen auch Konsens gewesen zwischen Bund und Ländern in dieser Woche, dass wir eine klare Priorität haben, dass Kitas und Schulen soweit als eben möglich im Regelbetrieb offen bleiben sollen, dass wir eine klare Priorität haben, dass das wirtschaftliche Leben, der Einzelhandel, all die Bereiche, bei denen es auch darum geht, Arbeitsplätze zu sichern, soweit es möglich ist, unter Pandemiebedingungen im Regelbetrieb bleiben sollen und dass wir dafür eben im Gegenzug, insbesondere in den Bereichen, wo wir hohes Infektionsgeschehen haben und auf die man vielleicht leichter verzichten kann als auf Kita, Schule und den Job, nämlich da, wo es um Geselligkeit und Feiern geht, dann eben auch zuerst im Blick genommen werden. Wir sind dem Coronavirus nicht machtlos ausgeliefert. Wir wissen und haben eigentlich auch die Instrumente, die es braucht, wie wir damit im Alltag so umgehen können, dass die Infektionsrisiken minimiert sind. Die AHA-Regeln, Abstand, Hygiene, Alltagsmaske machen einen Unterschied. Sie mögen banal sein, sie sind aber sehr, sehr wirksam. Und wir sehen mit den Lockerungen aus den letzten Monaten, damit dass Kita und Schule wieder im Regelbetrieb sind, dass wir nicht sehen, dass die Kinder das Virus in die Familien tragen. Das war ja vor allem auch eine Vermutung aus dem Anfang. Wir sehen sehr, sehr klar, dass wenn es Ausbrüche gibt in den Kitas, in aller Regel die Erwachsenen eher diejenigen sind, die es mitbringen oder auch wieder rausbringen, aber eben nicht die Kinder. Wir sehen eine unterdurchschnittliche Zahl von Infizierten bei den 0- bis 5-Jährigen. Sie machen etwa 6% der Bevölkerung aus, aber nur 3% der Infektionen, obwohl wir auch und gerade in Kitas ja durchaus auch immer wieder sehr umfangreiche Testungen haben. Und wir sehen im Übrigen gerade auch bei Kindern und jüngeren Menschen unterdurchschnittlich schwerste Verläufe und besonders positiv formuliert sehr überdurchschnittlich sehr, sehr milde Verläufe. Also kann man zusammenfassen, es läuft sehr gut in den Kitas. Das ist definitiv eine Erfahrung aus den letzten Wochen, aber es ist jetzt eben auch durch die Studie nochmal entsprechend nicht nur als Erfahrungswissen da, sondern auch als wissenschaftliches Wissen hergeleitet. Aber auch Kinder können an Corona erkranken, können sich infizieren. Deswegen ist es mit diesen Erkenntnissen gleichwohl wichtig, entsprechende Hygieneregeln, entsprechende Konzepte für die Kita und für ihren täglichen Betrieb, für den Alltag zu haben. Das Handbuch gibt eben entsprechende Hinweise und Tipps, wie das gelingen kann. Und eben auch die Frage, wie das in dieser besonderen Situation, denn mit Kindern kann man natürlich nicht 1,5 Meter Abstand und Maske tragen, umsetzen im Alltag, wie das in dieser besonderen Situation umgesetzt werden kann. Und das verlangt allen, auch insbesondere den Erzieherinnen und Erziehern, aber auch den Eltern und den Kindern viel ab. Wir können nur ein herzliches Dankeschön dafür sagen, für diese Bereitschaft, das mit vielfach sehr, sehr großem Engagement und Einsatz über das Normale hinaus auch umzusetzen und zu leben. Und das wird sicherlich Richtung Herbst und Winter, wenn man im Zweifel ja auch mehr drin sein muss, nochmal dann noch mehr Engagement und Einsatz verlangen. Ich möchte bei der Gelegenheit auch passend zu einer anderen Pressekonferenz von vor 2 Tagen
Erzieherinnen und Erzieher auch ermuntern, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Die Empfehlung beinhaltet ausdrücklich auch die Personen, die viel Kontakt mit anderen haben. Und Erzieherinnen und Erzieher gehören definitiv zu dieser Gruppe dazu. Und insofern ist eine Empfehlung dort eben auch ausdrücklich eine zur Grippeimpfung. Die ganz praktischen Tipps, die es gibt, Abstand ist schon angesprochen worden, ist zwischen Kindern und Erzieherinnen und Erziehern nicht immer möglich, aber wichtig zwischen den Erwachsenen. Das ist ja eben eine Erkenntnis, dass insbesondere die Erwachsenen es im Zweifel in die Kita tragen. Und deswegen ist die Frage, wie gehen die Erwachsenen untereinander oder auch gegenüber Dritten, gegenüber den Eltern miteinander, wie ist die Abholsituation im Kindergarten und die Besuchssituation eine sehr, sehr wichtige. Dafür ist es eben wichtig, in den Abläufen Vorkehrungen zu treffen und das Masketragen zu empfehlen. Es gibt Praxistipps für die Gruppenräume, für die Essbereiche und die Schlafräume, sodass dort Infektionsrisiken minimiert werden können. Das Händewaschen als sehr wichtige Maßnahme, übrigens nicht nur bei diesem Virus, sondern auch für viele andere Viren, ist schon angesprochen worden. Wir haben übrigens seit März keine Maserninfektionen mehr in Deutschland gemeldet. Das zeigt eben, dass die Hygienemaßnahmen auch für viele andere Infektionskrankheiten einen deutlichen Unterschied machen. Und Masern ist ja nicht zuletzt insbesondere auch in Kitas häufig ein Thema. Und natürlich gilt die Empfehlung, die wir für Herbst und Winter zusätzlich zu den AHA-Regeln geben, nämlich insbesondere das L, das Lüften, gerade auch für den Kita-Alltag und soll, wo immer es möglich ist, entsprechend auch integriert werden können. Wir haben im Übrigen über diese Tipps hinaus in unserer Testverordnung, die diese Woche in Kraft getreten ist, vorgesehen, dass dort, wo es zum Beispiel eine Infektion oder einen Verdachtsfall gibt, auch sehr umfangreich möglich ist, dann in der jeweiligen Kita zu testen und dass die Kosten dort dann übernommen werden können in dieser Gemeinschaftseinrichtung, um eben auch dort entsprechende Erkenntnisse zu gewinnen. Wichtig, Schnupfen gehört im Herbst und Winter dazu zum Alltag, mit Kindern insbesondere. Und deswegen bin ich auch den Jugendministerinnen und Ministern sehr dankbar, dass sie Empfehlungen erarbeitet haben, auch zum Umgang zusammen mit den Kinder- und Jugendärzten zum Umgang mit Schnupfen in der Kita. Die einfache Schnupfensymptomatik alleine und für sich soll eben nicht zum Nichtbesuch führen. Erst dann, wenn Fieber, trockener Husten oder Geschmacks- oder Geruchssinnsstörungen hinzutreten, also weitere Symptome, ist es angezeigt, der Kita und übrigens auch der Schule dann fernzubleiben. Wenn es notwendig ist, einen Arzt zu konsultieren und sich mit dem eben zu beraten, gegebenenfalls untersuchen zu lassen und ansonsten mindestens 24 Stunden, idealerweise 48 Stunden, erst Symptomfreiheit abzuwarten, bevor es dann wieder in die Kita oder in die Schule geht. Aber wichtig ist eben, das gibt ja dann auch Sicherheit, ganz einfache Schnupfensymptomatik ohne das Fieber, ohne das trockener Husten, ohne das Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn dazukommen, führt nicht dazu, dass das Kind nicht in die Kita sollte, weil da sehr, sehr viel Unsicherheit entstanden ist. Und wie gesagt, diese gemeinsame Empfehlung der Jugendminister in unterschiedlichen regionalen Ausprägungen, aber im Großen und Ganzen doch dann mit diesen Grundzügen, ist, glaube ich, für viele Eltern sehr, sehr wichtig gewesen, um Sicherheit zu geben. Und deswegen setzen wir darauf, auch in den Wochen, die jetzt vor uns liegen, in Herbst und Winter, die, das sehen wir ja auch an den Zahlen gestern und heute insbesondere nochmal mit den Steigerungen, was das Infektionsgeschehen angeht, ja keine leichten Wochen werden, dass wir Kitas und Schule im Regelbetrieb halten können, dass wir damit Sicherheit geben können für Eltern wie für Kinder. Homeoffice, das klingt immer nett, vielleicht mal als Begriff. Das ist aber für viele dann doch eine sehr, sehr nervenaufreibende Situation. Das klappt meistens nicht, ohne dass man viele Abstriche machen muss. Das sagt schon der gesunde Menschenverstand. Und Homeoffice ist übrigens für ganz viele Berufe gar nicht möglich. Für fast alle Berufe im Gesundheitswesen ist Homeoffice ein Ding der Unmöglichkeit. Es mag Bereiche geben, wo man das in der öffentlichen Verwaltung oder auch in den Medien vielleicht an bestimmten Stellen machen kann. Für viele ist es nicht möglich. Und deswegen sind sie eben auf Kita und Schule angewiesen. Und wir möchten eben mit dieser Studie nicht jenseits von erlebten Empfehlungen sozusagen oder durch Erlebnis gegebenen Empfehlungen auch eine wissenschaftliche Grundlage und eine aus tatsächlichen Erkenntnissen gewonnene Grundlage dafür bieten, dass wir eben Kitas und Schulen im Regelbetrieb halten können.